Herzlich willkommen auf seinem unbedeutenden Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es nämlich jetzt darum, lohnt sich eine Keramikversiegelung für ein Oldtimer? Ein 1966er Mustang, umgebaut auf Elektro. Gucken wir da einfach mal auf das Auto. Ihr habt den Lack zum Tupfen so gut hingekriegt, dass ich es nicht mehr sehen kann. Jetzt kommt einfach, weil du einen Blindfisch bist. Wie geil ist das denn? Unfall oder schlimmer? Just geht immer. Fast. Ich habe den tatsächlich sehr vermisst. Ich weiß allerdings nicht warum. Moin moin. Ja, dein Auto ist fertig. Das du ist ja okay, oder? Ja. 11 Uhr heute. Das passt. Alles klar. Ja, selbstverständlich. Was denkst du denn? Selbstverständlich. Auto sieht gut aus. Aber komm erstmal vorbei und dann schnappen wir. Alles klar, bis dann. Ciao. Ja, moin, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Firma Gürs GmbH, der Kollisionsspezialist. Ja, man versteht sich tatsächlich nicht mit allen Menschen. Das geht einfach gar nicht. Aber wir sind zu allen Menschen respektvoll und nett. Und dieser Kunde, ach, mit dem habe ich mich auch schon ganz schön in der Haare gehabt. Man geht ja auch nicht. Also in der Wicken gehabt oder wie sagt man. Genau. Und dieser Kunde kommt um 11 Uhr und das ist eine Überraschung, wer das ist. Den habt ihr schon mal gesehen, den kennt ihr. Aber er ist auch ein ganz schöner Brocken. 75 Kilo sag ich nur. Und wollen wir sehen, was das heute abgibt. Bis gleich. Sonne blendet. So, der spezielle Kunde, von dem ich euch erzählt habe, der ist jetzt vor Ort. Und natürlich gerade in dem Moment, wo ich mir meinen leckeren Kaffee gemacht habe. Aber das kenne ich ja schon. Wir hatten eigentlich ursprünglich eine Stunde früher einen Termin. Aber ein Kunde hat bei ihm länger gedauert. Ist also auch ein Unternehmer. Ja, wer das wohl ist, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Wo ist er denn? Da steht er. Wir können uns ja mal anschleichen. Hässlicher Vogel ist das nämlich. Es gibt gut aussehende und es gibt hässliche Vögel. Moin! Herzlich willkommen bei der Firma Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist. Mein Name ist Michael Scharmbeck und das ist das Tadde Reove. Michael Scharmbeck, das Sunnyfair-Model, wie es jetzt mittlerweile liebevoll genannt wird. Schön, dass du da warst und du hast dir sogar die Haare gekämmt. Und ich bin so froh, wir haben lange kein Video gemacht. Herzlich willkommen auf seinem unbedeutenden Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Wir hauen uns wieder die Dinger in den Kopf heute, ne? Unfassbar. Warum hast du so ein hässliches T-Shirt an und nicht so irgendwie ein Kenball oder so? Ich meine, das T-Shirt geht Kenball ist jetzt in der Woche diese... Ich bin so durch den Wind im Moment mit dem Kenwall, mit den Vorbereitungen, da habe ich es einfach vergessen, das Richtige anzuziehen. Oh, das ist meine alte Zeit, als ich 2019 die Route 66 gefahren bin mit dem Motorrad in Amerika. Da habe ich mir in so einem Museum das T-Shirt gekauft. Hättest du nicht da bleiben können? Hey, eine Ärger gespart. Dann hättest du ja nicht so viele Abonnenten bekommen. Ja, das mag sein. Da hast du ganz schön zum Start beigetragen. Ja, jetzt haben wir... Ein Pfeifen-Augen. Das ist hier so im Norden. Der ist einfach eine Hohlhupe. Aber das wisst ihr ja selber. Sunnyfair-Model. Das ist unfassbar. Ja, jetzt wollen wir mal noch mal ein bisschen so 3-4 Worte ordentlich reden und auch mal ein bisschen Wert von Content bringen. Ja. Hier geht es nämlich jetzt darum, lohnt sich eine Keramikversiegelung für ein Oldtimer? Das ist eigentlich das Kernthema heute, über das wir beide drehen. Und ich stelle aber erstmal meinen Kaffee weg, dann kann ich auch mit der anderen Hand filmen. Warte mal kurz. Richtig, also lohnt sich eine Keramikbeschichtung für ein... Zeig doch einfach mal das Auto. Genau. Die Leute haben unser Gesicht jetzt schon über 30 Sekunden gesehen. Das muss auch reichen. Bei mir könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein längerer Bedarf ist, aber bei dir definitiv nicht. Also gucken wir doch einfach mal auf das Auto. Genau, erzähl doch mal überhaupt, was das für ein Auto ist. Vielleicht gibt es doch noch den einen oder anderen auf meinem Kanal, der dein Auto gar nicht kennt, was du da vor 2 Jahren mit angestellt hast. Erzähl mal 2, 3 Sachen bitte dazu. Ja, also es ist ein 1966er Mustang,
Ford Mustang, umgebaut auf Elektro von Mathieu Rech und mir. Sechszylinder war das, ne? Das war mal ein Sechszylinder mit Dreigangschaltung. Das Ding war über 2 Jahre inseriert, das wollte keiner haben. Der Zustand ist gut vom Blech her, aber es wollte eben keiner haben, weil keiner will einen Sechszylinder Mustang haben, vor allem mit Schaltung. Wir haben ihn dann gekauft und umgerüstet. Gibt es auf meinem Kanal T&T Mobility eine Playlist, wo ihr das ganz komplett verfolgen könnt, wie wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Und jetzt nach über 2 Jahren ist er fertig und hat auch schon 2-mal den E-Cannonball gewonnen in der Klasse Heroes. Also ist langstreckentauglich. Ich fahre dieses Jahr damit in Schweden, auch gar kein Problem. Weite Strecke gefahren, über 1000 Kilometer, das kann der Wagen. Und nun haben wir gedacht, es ist soweit, dass wir den jetzt einfach mal final von dir versiegeln lassen. Dazu hatten wir nie Zeit, uns um den Lack zu kümmern. Und der ist auch nicht perfekt, der Lack, das weiß ich. Ist halt ein altes Auto, aber das, was ich jetzt hier sehe, muss ich tatsächlich sagen, da bin ich etwas überrascht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so glänzt, auch weil Glanz einfach sexy ist, das wissen wir ja. Aber der war schon ziemlich runtergekommen, der Lack. Ja, also es lohnt sich auch wirklich, also ich sage ja immer, er darf ein bisschen Patina haben. Ja. Es bringt aber nichts, wenn er jetzt in den Radläufen dicke Rostblasen hat, dann brauchst du so ein Auto nicht Keramik versiegeln. Wenn er mal so Schrammen hat oder kleine Dellen oder das... muss nicht gleich alles neu lackiert werden, dann hat das Auto einfach eine gewisse Patina. Der kann auch mal eine kleine Abplatze haben, wo man dann austupft. Aber die Grundsubstanz muss eigentlich stimmen. Und das war bei diesem Auto so. Die Grundsubstanz stimmt und was nicht stimmte, haben wir so bestmöglich rauspoliert. Und das, finde ich, das Ergebnis spricht für sich. Ja. Und dann lohnt sich auch eine Keramikversiegelung. Das Gute ist, das ist ja für länger. Also den Wagen wollen wir nicht verkaufen, sei denn wir kriegen ein unverschämt hohes Angebot von, was weiß ich, 80.000 Euro. Dann das sagt der Autoverkäufer, er will das Auto nicht verkaufen. Eigentlich nicht, okay, nee, eigentlich nicht. Weil es steckt so viel Herzschmerz drin und wir haben so viele Sachen gemacht, Türdichtungen sind gemacht. Der Wagen ist ja mal komplett von unten eisgestrahlt worden. Da habe ich mal ein Foto gesehen, das hat er lackiert, im Lackieranzug. Ja genau, ich kann auch lackieren, nicht so gut wie du, aber ein bisschen kann ich. Und das haben wir, also wir haben es richtig was reingesteckt, richtig investiert. Er ist immer noch nicht perfekt, aber er ist gut und er ist langstreckentauglich. Und vor allen Dingen, was ich gut finde, was ich gesehen habe, ihr habt den Lack zum Tupfen so gut hingekriegt, dass ich es nicht mehr sehen kann. Jetzt kommt einfach, weil du ein Blindfisch bist. Ja, ich bin ein Blindfisch, da hat er recht. Unfassbar. Nein, natürlich. Also, tupfen wir das so gut es eben geht. Wir sehen es natürlich, aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Das ist die gewisse Patina. Alles ist gut. Ja. Man muss nicht so ein Auto zwangsläufig komplett neu lackieren, alles auseinanderbauen, wenn der Lack gut ist. Und hier haben wir das Beste erst rausgeholt und das Ergebnis kann sich auch sehen lassen. Ja. Na, und das sage ich den Leuten auch immer. Wir haben öfters Anfragen, weil wir auch Küchen lackieren und sowas. Ich habe eine Küche, die hat mal vor 10 Jahren 2.800 Euro gekostet. Ich übertreibe jetzt mal. Die brauchst du nicht lackieren lassen. Hast du aber eine Küche, die Echtholz, du kennst diese Eichenküchen, ja. Eiche rustikal, die ist schon 20 Jahre alt, aber der Korpus, und das ist alles richtig, wirklich gutes Material, vorne ist Vollholz, dann kann man sagen, diese Küche lackiert man mal eben, ich sage mal für 5.000, 6.000 Euro, weil es einfach lohnt. Und so ist es mit dem Lack, mit der Keramikversiegelung hier genauso. Ja, und der glänzt gut und hat wahrscheinlich Mr. Bombastic Keramik Lucian, ist der Bombastik, richtig genau. Drauf rumgeschliffen, so wie es aussieht. Ja, das hat er. Gut, du kannst natürlich ein totes Pferd nicht wieder zum Leben erwecken, aber du kannst es polieren. Das fühlt sich gut an. Heckscheibe hat er auch gemacht. Ich bin überrascht. Ich hätte es nicht gedacht. Diesmal muss ich sagen, ich habe mit einem schönen Ergebnis gerechnet, aber ich stehe jetzt hier und ich stand schon so oft vor dem Auto und habe Sachen gesehen, die sind alle weg. Und das finde ich echt gut. Bin überrascht. Also Oldtimer, ja, warum Oldtimer versiegeln? Haben wir ja drüber gesprochen. So ein Oldtimer ist natürlich auch Umwelteinflüssen ausgesetzt und steht auch öfter mal draußen, gerade wenn man so ein Auto auch benutzt. Das wollte ich sagen. Wenn man ihn benutzt, es gibt ja natürlich auch Oldtimer, die, also selbst die versiegeln wir tatsächlich, haben wir auch schon. Ich sage, das lohnt sich doch eigentlich gar nicht für dich. Du fährst 800 Kilometer im Jahr und das Auto steht nur drinnen. Theoretisch brauchst du ihn gar nicht versiegeln, aber die wollen wirklich für ihr Auto nur das Beste. Ich finde ja auch immer schön, wenn so eine Autos benutzt werden und auch der Masse der Leute zugänglich gemacht werden. Ne? Ja, das finde ich auch gut. Und es macht unheimlich viel Spaß damit zu fahren, weil er eben elektrisch ist. Ja, ich bin noch nie mitgefahren. Nee? Nein, noch nie mitgefahren. Fällt mir gerade so auf.
Ah, wie geil ist das denn? Anschneiden brauchen wir uns ja hier nicht, ne? Nee, das ist ja ein bisschen cool. Da guckst du mal die Sterne, oder? Schnell, mach mal runter. Weiter rein. Und runter vor allem. Warte. Und runter noch. Ja, warte. Ja, du kannst es. Dann geht's dann nicht. Ich liebe diese Autos. Eine kleine Runde drehen muss ich mit ihm ja nochmal, ne? Hier am Ende des Videos nochmal. Du bist noch nie mitgefahren. Nee. Guckt euch das doch bitte auf seinem Kanal an. Ich werde den Link zu seinem Kanal am Ende des Videos laufen lassen. Und da könnt ihr nochmal reinklicken. Weil ich muss jetzt fahren, ich kann jetzt nicht finden. Ja, wir haben ja das Hobby nicht nur Elektromobilität, uns faszinieren ja alle Autos irgendwie, ne? Unfall oder schlimmer? Jürs geht immer. Fast. Egal, geht auch. Ja, ganz anderer Sound mal, ne? Was für ein Motor habt ihr verbaut? Das ist so ein Doppelmotor. Den kann man kaufen für Elektroauto umbauen. Okay. Ah, Schalten. Ja, wir haben Schalten. Ja. Geil. So, dann fährst du. Phänomenal. Phänomenal. Ist geil, oder? Ja. Geil. Ganz leise. Ja, da kannst du nicht meckern. Und so, in der Fahrt brauchst du gar nicht schalten. Also kann es hier im Dritten bleiben. Okay. Muss nicht schalten. Nur wenn du jetzt der rekuperiert auch, ne? Vom Gas geht, erzeugt der Strom. Ja. Mega. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal wirklich ein Markt wird irgendwann. Es gibt ja auch diesen Porsche-Umbauer, ne? Der die 911er umbaut. Es gibt viele Umbauer, die das machen mittlerweile. Ja. Gerade in Amerika, in Deutschland noch nicht so viele, aber auch einige. Aber es gibt jetzt, du musst echt viel selbst machen. Ne? Es gibt jetzt keine, für solche Fahrzeuge hier, keine richtigen Umbaukits. Nee, nee. Also für Volkswagen ja, für Käfer und Porsche kannst du richtige Kits kaufen. Mhm. Dauert einen Tag, ist es fertig. Was? Ja. Okay. Ich glaube, das wird mal irgendwann ein richtig kleiner Markt werden. Das glaube ich auch. Ist natürlich nicht für jeden Oldtimer geeignet, finde ich einfach, weil dann machst du auch die Historie des Fahrzeugs kaputt. Aber wie du schon gesagt hast, bei so einem hier, ein Mustang mit 6 Zylinder will keiner haben. Da muss ein V8 rein. Und Automatik. Genau. Und, aber so kann man dieses Auto erhalten, hat noch was für die Umwelt getan und super, also absolut mega. Ja, finde ich auch. Karosserie recycelt. Ich würde jetzt auch tatsächlich keinen guten originalen 911er umbauen und auch keinen Dodge Charger oder, obwohl das echt geil ist, weil die haben ja richtig Bums, die Autos, ne? Aber hier bei dem Auto, da habe ich da gar keine Kopfschmerzen mehr. Wir haben E-Kennzeichen, sind auch steuerfrei. Ja. Und wir können halt, wenn irgendwann mal, und das wird kommen, Oldtimer werden irgendwann nicht mehr in die Umweltzonen dürfen, weil es Verbrenner sind, da darf ich dann immer noch mit rein. Das ist so. Ihr wisst ja, Elektroauto steht da. Dann lädt er. Ja, schön, dass du da warst. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Irgendwie habe ich dich auch nicht vermisst, aber macht ja auch nichts. Also ich habe dich sehr vermisst. Ach, der lügt, ohne rot zu werden. Ohne rot. Die Wand färbt ein bisschen ab jetzt. Ernie, Dame wieder. Ja, genau. Ja, nein, ich habe dich tatsächlich sehr vermisst. Ich weiß allerdings nicht warum. Ja, okay, wir wollen das Video nicht lange ziehen. Genau. Ich hoffe, ein paar Bilder mit eingeblendet. Das machen wir gleich. Und ja. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund. Und wenn ihr sexy Unterwäsche für mich habt oder sonst irgendwas, was ihr mir schicken wollt, schreibt einen Absender. Wann kommt das Video? Das ist schon lange weg. Das ist schon, hast du gar nicht gesehen. Das ist schon seit 3 Wochen. Hier. Ach, das hier? Ja. Ja, mit Chance diesen Freitag. Von Denk Kenball. Bitte am Wochenende Kenball gucken. Morgen, Samstag, Kenball. Kenball. Oh, dann muss ich es jetzt bringen. Genau, jetzt hat er mich festgenagelt, der alte Sack. Jetzt muss ich es bringen. E-Kenball. E-Kenball am Samstag. Auf dem Kanal E-Kenball.
Habt eine gute Zeit, bleibt gesund, seht zu. Ciao. Tschüss. Tschüss. Mimi. Mini, mini, mini. Thumbnail. Warte mal. So. Kann man das sehen, das Auto? Ja. So. Hey.